Hallöchen Leute, herzlich willkommen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich für euch einen kleinen kreativen Tipp, also jetzt nicht direkt was Hilfreiches, so technisch, sondern einfach nur, wie ihr euren Kopf da schöner machen könnt. Und ich werde jetzt mich hier kleiner machen und dann hier werdet ihr dann groß sehen, wie das Ganze aussieht. Ich werde euch kurz erklären, wie man das macht. Dazu braucht ihr ja eigentlich nur zwei Dinge. Ihr braucht natürlich ein Frame, was ihr verändern wollt. Und ihr braucht dann Farbe. Einmal irgendwelche Sprühfarbe oder wenn ihr bessere habt, könnt ihr auch natürlich bessere nehmen. Ja, müsst ihr halt dann einfach eine Farbe auswählen, die euch gefällt. Und ihr braucht so Malerkreppband. Am besten holt ihr euch dann auch so ein feines, wie ich das hier habe. Also einfach so feines Kreppband. Sollte nicht zu grob sein, weil ihr dann halt die Ränder nicht so richtig gemacht bekommt. Wollte euch einfach mal zeigen, wie das so aussieht. Jetzt noch kurz zur Herangehensweise, wie ihr das macht dann mit dem Zeug. Also ihr nehmt euch halt die Teile, die ihr färben wollt. Und klebt alles andere an den Teilen, so wie ich das jetzt zum Beispiel gemacht habe. Ich habe die obere Seite, die wollte ich komplett abgeklebt haben. Wollte ich keine Farbe drauf haben, habe ich komplett abgeklebt. Dann bin ich hingegangen und habe einfach irgendein scharfkantiges Ding genommen. In dem Fall habe ich hier von meiner alten Grafikkarte so ein Alu-Teil. Das hat halt relativ scharfe Kanten. Dann bin ich dann über den Rand gegangen. So lange, bis der halt sehr dünn war und teilweise sogar schon aufgegangen war. Habe den dann durchgerückt. Das sieht man jetzt hier, wie das dann halt aussieht. Und habe das dann mit allen Teilen auf beiden Seiten gemacht. Bin dann hingegangen, nachdem die halt dann so aussahen wie jetzt hier, also komplett abgeklebt, einfach mit der Sprühdose genug Abstand, einmal kurz einsprühen alles und dann trocknen lassen und schon seid ihr quasi fertig. Ihr müsst dann nur noch das Kreppband feucht abziehen, natürlich wartet lang genug, bis es getrocknet ist, sonst zieht ihr halt die Farbe mit ab, müsst ein bisschen vorsichtig sein, aber dann habt ihr eure kreative Sache schon und ich finde das sieht ziemlich cool aus, einfach mal, wie man jetzt hier das, wie ich das hier habe, in einen Farbton gebracht. Das habe ich mit den Ärmchen hier zum Beispiel auch schon gemacht, werde ich mit der Kamera auch noch machen. Und so kann man seinen ganzen Kopf da noch ein bisschen schön aufpimpen. Ja, das wollte ich euch einfach mal mitteilen, mitgeben. Vielleicht habt ihr auch Lust, das selber zu machen. Würde mich mal interessieren, wie das bei euch dann aussieht, wenn ihr das gemacht habt. Hinterlasst dazu mal einen Kommentar, wie ihr das gemacht habt, vielleicht sogar mit Bild. Ihr könnt auch auf Instagram mich verlinken, werde ich noch in die Beschreibung setzen. Ich habe nämlich da jetzt auch einen eigenen Channel. Ja. Ihr werdet schon irgendwie mich kontaktieren können. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal das nachmacht und mir zeigt, wie das bei euch aussieht. Vielleicht kriegt ihr das sogar noch schöner und besser hin, bei mir ist es noch nicht perfekt. Ja, ich hoffe, ich habe eure Kreativität ein wenig angeregt. Ist ein sehr einfaches Mittel, was man, ich habe das jetzt glaube ich in einer halben Stunde gemacht. Und das kostet ja auch nur, keine Ahnung, 10 Euro hat das jetzt gekostet. Und hat ein coolen individuelles Frame. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, kommentiert, liked und abonniert mich. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Habt einen schönen Tag und einen guten Flug. Ciao.